Stolz auf die ÖBB, auf die Bahn hier in unserer Stadt und nehmen sie als eine der wichtigsten Säulen in unserem sozialen Stadtgefüge wahr. Ich wünsche mir eine gute Zusammenarbeit in Zukunft, wünsche Ihnen drei schöne, interessante Tage hier am Bahnhof und heute ein schönes Fest. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte Verantwortungsträger der ÖBB, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich heute bei diesem Festakt dabei sein kann. 150 Jahre Eisenbahn in Tirol. Und es ist so, dass das eigentlich mein erster öffentlicher Auftritt hier in Nürnberg ist als Landeshauptmann. Aber in meinen früheren Funktionen war ich schon des Öfteren hier in Würgl und ich bin also sehr froh darüber, dass heute diese Begegnung stattfindet. Es ist also ein großartiger Festakt und aber auch ein großartiger Tag, drei Tage, wo man eigentlich feiern kann und sich zurückerinnert, wie es damals war, vor 150 Jahren. Als die Eisenbahn von Kufstein-Würgl nach Würzburg gemacht wurde, und hier natürlich Würgl ein ganz zentrales Element war. Man muss wissen, dass hier in Würgl der Bahnhof war, schlechthin, und Innsbruck noch nicht so weit war, dass dann, wie der Arlberg-Tunnel gebaut wurde, dann hat Würgl etwas Konkurrenz bekommen mit dem Innsbrucker Bahnhof. Aber da sieht man schon, dass also von Würgl eigentlich das Eisenbahnwesen in Tirol ausgegangen ist. Man muss aber auch die Entwicklung sehen, die sich ergeben hat, und ich bin schon überzeugt davon, wenn wir nun die neuen Loks anschauen, Taurus-Lok zum Beispiel, welchen Technologiewandel wir in den letzten 150 Jahren erleben konnten. Und ich glaube, dass wir auch in der Zukunft, gerade in Tirol, auf Technologie setzen müssen, die einige Schwerpunkte durchzuführen haben. Wenn nun dieser Festtag heute hier durchgeführt wird, muss uns eines schon klar sein. Durch diesen Standort Würgl, durch die Bahn in der Stadt, hat die Stadt einen unglaublichen Aufschwung gehabt. Als Wirtschaftsstandort, Handelsstandort. Und ich glaube, das war auch sehr wichtig, dass man sagen kann, dass heute Würgl dasteht. Das hat also vorwiegend auch damit zu tun, dass hier eine exzellente Bahnanbindung war. Ich habe ja erzählt, dass insgesamt 156.000 Güter bzw. LKWs auf die Schiene verladen werden. So sieht man schon, welche Dimension das hier in Würgl ist und dass das natürlich unverzichtbar ist. Notwendig ist natürlich, dass der Nahverkehr funktioniert. Ich möchte dir, Herr Bürgermeister, hier wirklich gratulieren, dass die Anbindungen gut funktionieren. Wir werden das eine oder andere noch beizutragen haben, denn wir haben es uns zum Ziel gesetzt, die Landesregierung, dass wir in diesen 5 Jahren einfach alle Orte anbinden an das Nahverkehrsnetz. Die Vertaktung wird bei größeren Orten möglich sein, aber dass auch die kleineren Orte und Weiler die Möglichkeit haben, an diese zentralen Punkte zu kommen, wie das hier in Würgl der Fall ist. Und wenn vorher geredet wurde, dass unter Umständen der eine oder andere Zug gestrichen werden sollte, so bin ich froh über die Gespräche, die wir jetzt vor einigen Minuten geführt haben. Das wird natürlich nicht der Fall sein bei so einem Festtag, dass dann eine Botschaft kommt, dass der eine oder andere Zug nicht behalten wird. Ich glaube, da freuen wir uns alle, dass diese Zusagen nun gegeben wurden. Aber ich möchte noch eine Ankündigung machen, was das Land Tirol betrifft. Wir wollen die Pendler
insbesondere unterstützen. Wir haben natürlich die Problematik mit der Teuerung. Deshalb werden wir ab dem Oktober nun die Jahreskarte noch billiger zur Verfügung stellen, dass man 12 Monate fahren kann, aber nur 8 Monate dafür bezahlen. Denn ich bin der Meinung, dass wir hier noch eindeutige positive Schritte setzen müssen im Bereich der Pendler. Ein Riesenanliegen ist es mir, und wenn ich hier stehe, möchte ich das auch sagen, dass wir alles unternehmen müssen, wobei es ja nicht einfach ist, dass wir den Umwegtransit wegbekommen. Das ist leichter gesagt als getan. Aber der Wille im Land Tirol ist gegeben, auch wenn wir die eine oder andere Maßnahme setzen müssen, die Brüssel nicht gerade ganz besonders freuen wird. Und zum Zweiten ist es immens wichtig, dass die Unterhinterhalttrasse in Verbindung mit Pendlerbasis auf Priorität Nummer 1 weiterhin gesetzt wird, damit wir weiterkommen. Es ist natürlich so, diese Transitproblematik kann man nicht von heute auf morgen bewältigen. Aber wenn wir zurückblicken, 150 Jahre zurück, welche Impulse gegeben wurden, so müssen wir auch länger und mittelfristig denken, wie wir im Bereich des Verkehrs uns aufstellen, so lange schon, dass wir hier eine sehr vernünftige und gute Linien haben. Aber nun, Herr Bürgermeister, Festtag in Hürdel, herzliche Gratulation, es lebe die Österreichische Bundesbahn, aber insbesondere die Stadt Hürdel.